Gut, Leute. Die Box ist voll im Arsch. Ich weiß, deswegen habe ich sie zur Seite gelegt. Herzlich willkommen, Leute, zu diesem neuen Video. Und zwar haben wir wieder zwei neue Produkte für euch. Und zwar ist das die Andy Nalos VMAX Premium Kollektion. Und das ist eine sehr, sehr geile Box, die leider ein bisschen begrenzt verfügbar ist. Deswegen ist die aktuell nicht im Shop. Das waren tatsächlich die letzten beiden, die für uns übrig geblieben sind. Da soll aber eine Nachlieferung nochmal kommen. Demnächst sind da vielleicht wieder welche im Shop und die ganzen Vorbesteller haben auf jeden Fall welche gekriegt und ja, ist eine geile Box, oder? Dennis? Richtig, bevor sich wieder Leute hier aufregen, warum nicht an die Kunden? Genau. Die Kunden haben ihre alle bekommen. Genau, und die letzten zwei sind, denke ich, auch mal okay, wenn wir mal zwei selber für uns aufmachen. Die haben wir selbst gekauft. Tatsächlich. Und ja, wir haben halt in dieser Box eine wunderschöne 5 Booster. Wir haben Andy Nalos in Full Art, Andy Nalos VMAX, alternatives Artwork. Und eben 5 wunderschöne Booster und die gucken wir uns jetzt heute um. Und aber eine Pin ist ja natürlich eigentlich tatsächlich kein alternatives Artwork. Nee, ist eine Promo. Ist nur eine Promo. Aber ist das derselbe Effekt? Das ist die gleiche Karte. Also haben sie das mit dem A jetzt anscheinend doch wieder verworfen oder gab es im Sonne, gab es im Schwertenschild schon ein A? Vergiss es. Es wird auch keine A's mehr geben. Es gibt jetzt die Buchstaben. Ach, deswegen? Ah, okay, ja, also das stimmt natürlich. Alles, was einen Buchstaben hat, ist jetzt sozusagen momentan in der Rotation in der jeweiligen. Ah, stimmt, so war das dann. So, wir haben auf jeden Fall einmal das Andy Nalos VMAX hier in dem Artwork, was auch als XXL-Karte drin ist. Und ich muss sagen, ich finde das Artwork schöner als das aus dem Set. Weil du wenigstens erkennst, was da drauf ist. Ja, so ein bisschen, ne? Und die Full Art, sehr nice. Haben wir ja keine im Set. Die finde ich auch echt nice. Ja. Sehr stylisch auf jeden Fall. Und ja, schöne Karten auf jeden Fall. Deswegen hoffentlich kommt die Box nochmal nach. Aber ich denke mal, das ist ja genauso. Ich glaube, das wird genauso sein wie mit einer echten Stahlbox. Die sind übrigens wieder im Shop erhältlich. Da kam jetzt wieder eine große Nachlieferung. Oder wie bei den Tag Team Boxen. Ich glaube, da immer so Release-Menge ein bisschen wenig und dann kommt die Box wieder nach, warum auch immer. Aber hier die XXL-Karte, die noch mit in der Box dabei ist. Und. Guck mal, hier sollte doch ursprünglich doch was anderes rein, oder? Keine Ahnung, sieht interessant aus, ne? Das meint Dennis jetzt gerade. Das ist die gute Pin, die ihr noch bekommt in der Box. Und dann habt ihr noch wunderschöne Booster. Ich finde die Booster-Auswahl jetzt nicht so crazy. Wir haben immerhin zweimal flammende Finsternis. Welten im Wandel ist gut und dann kommen wir leider zu Aufziehen der Sturmröte. Und Stunde der Wächter ist jetzt nicht so wahnsinnig gut, finde ich. Aber ja, ist okay. Ich meine, man hat auf jeden Fall bei der Box die schönen Promos und darum geht es ja am Ende des Tages auch. Aber Andy Nalos kriegt im Moment ziemlich viel Liebe, ne? Ja, ist auch spielbar. Was? Ist auch spielbar. Ja, ist auch spielbar. Das ist halt nice, ne? So, ich fange mal an mit Aufziehen der Sturmröte. Und gucken wir einfach mal. Mit die beste Garten-Booster-Set, was es gibt. Ja, das können wir da am geilsten rausziehen, ich glaube. EU-West. EU-West, ja. Was können wir da am geilsten rausziehen? Ich glaube, Garados, wenn dann überhaupt, ne? Oder die Wasser-Secret-Energie. Oder, ja, stimmt. Aber ansonsten würde ich behaupten. Nichts in diesem Set, ne? Sehr cutes Pikachu. Ein Palim. Kabador hier, Gyarados, das wär's doch. Amphira, eine Reverse Rare ist auf jeden Fall mal gut. Und ein Gengar. Gengar Holo. Schöne Karte auf jeden Fall. Nice. So. Was ist damit? Also die Karte ist schon nicht mal Mint. Aber es ist ja zum Glück nicht der Hit. Kampfdisk, verschlungener Hallen, Caped Corps, Starra Lili, Mehikel, Hornliu, Kleinstein, ich glaube es war so ein anderes, nee, warte nicht. Wütendes Knuddeluff und Melodic Holo, nice. Immerhin mal zwei schöne Holo-Karten aus dem Set dann, wenigstens. Das ist ja at least, das glaube ich zumindest mal nicht. Krebscore ist damaged. Ab in Schredder. So. Gucken wir mal, was Stunde der Wächter so bringt. Vielleicht gab Ufala in Rainbow. Ich habe auf Insta gesehen, ein paar Leute haben ihre Tinbox-Bestellung relativ früh gekriegt, also schon einen Tag nach Verschicken. Also am Freitag. Am Freitag. Zum Release. So, danke, genau, das wollte ich sagen. Und es gibt Leute, die haben tatsächlich aus Evoli-Boxen ganz viele Gluraks gezogen. Da haben wir auch repostet. Deswegen, wie gesagt, ihr könnt sehr, sehr gerne die Stories immer reposten. Fand ich sehr, sehr geil. Die war auch im Stream, hat sich übelst gefreut. Hat das, glaube ich, so, also während wir auf Twitch live gestreamt haben, hat sich die Box aufgemacht und war außer sich, sage ich jetzt mal. Energie. Deswegen, da müsst ihr vorbeigucken. Auf Twitch, Leute. Da waren wir diese Woche super viele. Ich glaube, diese Woche waren wir bestimmt 20 Stunden live oder so. Also. Pam-Pam, Knofensa, Warmboll, Carnivana, Absol und Marayra. Leider nichts. Also wie gesagt, check Twitch ab. Ja, mal gucken, was aus unseren Boxen noch so kommt. Wir haben ja noch ein paar Tin-Boxen, die wir noch aufmachen möchten, auf jeden Fall. Es
Können wir eigentlich jetzt noch vom Release, ist jetzt eigentlich nichts von den echten Stahlboxen, können wir nochmal welche aufmachen eigentlich. Ja, aber davon haben wir super wenig aufgemacht. Vier Stück, glaube ich, ne? Nee, vier tatsächlich. Ein super schönes Palamara. Palamara. Schau, wir müssen ja noch Dings aufmachen. Was denn? Blister, Dreipack-Blister. Ja, stimmt, die Dreipack-Blister sind auch wieder da. Ziel-Displays, Dreipack-Blister sind wieder da. Alles Mögliche. Wir haben endlich die Nachlieferung gekriegt. Und ein Alola Stabili Cut. Nice. Das müssen wir dann am Montag aufnehmen oder so. Gucken wir mal. So, sehr nice. Ja, stimmt, die Blister. Voluminas, Gürtel, Griffel. Onyx, Floink, Alola-Sandan, Schnäppke, nochmal Alola-Sandan und Radabart. Okay. Das ist halt echt cool, dass jetzt die Blister auch in einer guten Lucer Dennis Spoiler-Pokémon, by the way, in einer guten Verfügbarkeit da ist. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Also Blister müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein Case oder so mal. Auf jeden Fall mal mindestens einen Display-Vergleich machen. Oder beides. Ich würde sagen beides. Staravia, ein Pupita, Luce Dennis, Kupfanti. 24 sind in einem Dings drin, gell? Yes. 24 Blister in einem. Also quasi 72 Booster, ne? Fruyal und ein Cleopatra. Leider nichts mehr. Kommen wir. Wir haben beide noch Inferno-Pot-Booster zum Schluss. Yes. Relikant. Relikantwein. Swashi 3. Ja. Yeltröte. Ursaring, Teddy Ursa, nice. Micro, Flemly, Knackleon, Pummeluff, Molly Morba und Reflex Holo. Reflex. Gute alte so. Reflex. Gucken wir mal, was ich jetzt hier aus dem letzten Booster noch rausholen kann. Ich habe jetzt zumindest mal einen Hit aus der Box. Das ist schon mal immer nett, wenn man aus einer Box einen Hit mal mindestens hat. So, Jungglut, ein Pupita, Kranowitz, ein Frobel, Dummesel, Fritzelblitz, Pantimos, Slimer, Petsniff und letztes Booster bringt uns X-Bart, nice. Also ich würde sagen, die Box, die hat sich doch gelohnt und das ist mega gut, weil du hast Endinados, was gut spielbar ist, X-Bart ist sehr gut spielbar. So, dann mache ich das letzte Booster für dieses Video auf und zwar haben wir hier eine Unlichtenergie, nochmal Ursaring, ein Mortipot, Jungglut, Felilu, Hippopotas, Visor, Ignivor, Bobongus, Visenio und Staraptor. Leider. Nicht so gut deine Box. Nö, nur zwei Holos. Schämst du dich nicht, Dennis? Nee. Ah ja. So ein Ding ist das. Ja, aber ich würde mal sagen, aus zwei Boxen dann doch ganz, also aus 10 Boostern dann doch ganz gut gezogen, würde ich einfach mal sagen. Macht er aus dem 36er-Lot jetzt einen 35er-Lot. Let's go. Echt? Da ist jetzt die Goldmotte drin. Das schrei ich. Da ist jetzt die Goldmotte drin. Aber wie gesagt, ich finde die Endinaros-Box echt nice. Ich hoffe, dass da wieder einige nachkommen. Quasi, außer der Zahnschmerzen. Ja, das eigentlich hab ich schon. Das habe ich gestern, ne? Beim Sortieren die ganze Zeit. Sag mal, hat der Zahnschmerzen? Oder? Hält er sich da so einen Kühlbeutel vors Gesicht? Ja, das macht der eigentlich gar nichts, ne? Nee, zuerst habe ich das gedacht, ist ein Schal, der wischt sich nach der Arbeit wahrscheinlich den Schweiß ab oder sowas. Keine Ahnung. Pipi. Und? Cool, ja, immerhin. Immerhin. Diese drei. Immerhin. Kann man so stehen lassen. Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendwie, der hätte so ein Handy, wenn du so von weitem guckst, sieht so aus, als würde er telefonieren oder so, aber nein, er macht einfach nur... Der telefoniert mit einer Piersiff-Bäre, Leute. Ja, genau. Ihr wisst Bescheid. So. Bruder, ich muss los. Bruder, Jaro muss los. Die Boden widerrufen, ne? Ja, genau, so sieht's aus. So, Leute. Das war wieder ein typisches Cringe-Video. Ja, alles wie immer eigentlich. Gönnt euch. Ist doch ein guter Content, Leute. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst auf jeden Fall eine positive Wertung, da würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall wieder zum nächsten Video. Keine Ahnung, wann das nächste Video kommt. Morgen kommt wahrscheinlich der Livestream von letzter Woche, den ihr nachgucken konntet, den mussten wir re-uploaden. Ja, schön, dass ihr da wart auf jeden Fall und schönes Wochenende an der Stelle. Checkt den Shop ab, kauft Sachen, leider nicht die Endinados-Box, aber andere gute Sachen, ne? Denn yes, wir haben ganz viel. Wir haben zum Beispiel, was ist das hier überhaupt? Das sind die Cases, die Display, die Blister. Dreipack-Blister, Leute. Hier, so sehen die aus. Also nicht so, aber ihr wisst, wie die aussehen. Herzlich willkommen bei QVC24 Card Buddies Let's Go. Wir haben alles wieder da. Nur für Sie, damit das Video auch auf 10 Minuten kommt. Wir brauchen ja zum Glück gar keine 10 so? Minuten. Hallo, seht ihr? Hallo. Nein, wir brauchen keine 10 Minuten. Aber ihr wisst, die Boxen sind auch wieder am Start. Haben auch ein paar Leute gefragt. Ich glaube sogar, dass... Und hol mal die Kampfakademie da. Das muss ich euch jetzt auch nochmal zeigen. Das Ding ist riesig. Ich habe gedacht, das wäre so ein kleines Themendeckteil. Aber das Ding ist einfach riesig.
Das ist ein richtiges, vor allem, das ist wirklich so eine... Leute, ihr habt hier einen Vergleich. Das ist ein Display. Ja, so ein richtig, also, das ist eine richtige Hartpackung. Egal, Dennis, wir haben wieder mehr Werbung gemacht, als Booster aufgemacht, wir sind wieder. Aber dafür kennt man uns ja. Also, in diesem Sinne, Leute, schön, dass ihr da wart. Dennis mag Moneten.